use arms all the time, use arms, guys. Keep going, keep going, keep going, keep going. Extend completely. 5 seconds more. So, einmal. Good rhythm, good rhythm. Let's go. Papa. Taco, bravo. Keep going, keep going, keep going, all the way up. The last time that you're doing these kind of jumps, like. Ich bin auch eine Woche rum von der Vorbereitung. Wo steht ihr gerade? Immer noch am Anfang ziemlich. Wir hatten sechs sehr schwere Trainingseinheiten jetzt, hatten gestern unseren ersten Tag frei. Heute Morgen wieder eine Laufeinheit. Ja, natürlich fehlen ja noch ein paar Jungs, aber soweit ist eigentlich, glaube ich, alles im Lot. Wie anstrengend ist das Training? Ja, es ist natürlich anstrengend. Es ist ja Vorbereitung. Also man hat Muskelkater, ganz selbstverständlich, wenn man die ganze Zeit ja nicht viel gemacht hat. Muss man sich durchbeißen und im Training sind auch schon die ersten 5 gegen 5 Sachen, also von schon gelaufen worden und viel Fastbreak. Defense natürlich ist sehr der Fokus und ja, aber das ist natürlich Vorbereitung und da ist kein Zuckerschlecken. Und jetzt sind ja die meisten Spieler, wie du gesagt hast, schon da. Ihr geht immer zusammen essen. Inwieweit hast du die Jungs schon so ein bisschen kennengelernt und so einen Eindruck gewonnen? Ja, dadurch, dass man sich zweimal am Tag sieht und dann mittags essen geht, kann man schon ein bisschen miteinander quatschen, reden über die Familien, wenn jemand verheiratet ist, Kinder hat oder so, auch wo man letztes Jahr gespielt hat, was man erlebt hat in der Stadt, wo man war. Wie erfolgreich man gewesen ist. Man kann über die Stadt Berlin sehr viel natürlich erzählen und Jungs fragen natürlich nach und wollen irgendwelche Informationen haben, wo sie irgendwie gut einkaufen gehen können, zwecks Supermarkt oder sowas, und da kann man denen aushelfen und die Erfahrungen austauschen.